Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren XXL-Transporter hier gebaut, der noch nicht mal ansatzweise ausgelastet ist. Am besten hätten wir noch ein Weizenfeld irgendwo. Also am besten fährt er irgendwo. Oh, verlockend. Sollte man vielleicht überlegen, dass er das so hin und her trudelt, damit er noch mehr Geld macht. Er macht trotzdem pro Fahrt 1 Million. Ich glaube, der ist trotzdem sehr profitabel. Nee, Bottrop wollte ich jetzt eigentlich nicht gucken. Bottrop, gib mir meinen Zug hier. Langsam mal, ich muss mal kurz den Zug hier anschauen. Finanzen. Das scheint der erste Monat zu sein, wo er positiv läuft. Da hat er schon positives Geld gemacht, aber da war es negativ, lustigerweise. Zwar ordentlich. Da muss man dann überlegen, ob man nicht irgendwie anders schaut, weil er lastet sich natürlich nicht voll aus mit den Zweien. Vielleicht sollte man dann sagen, okay, man fährt hier ab, holt sich Weizen noch von da hinten und fährt dann zurück. Also lädt ab, fährt zurück, holt da Weizen, fährt zurück, dann haben die mehr Zeit zum Nachfüllen. Das wäre vielleicht noch eine Variante, um die Weizenproduktion noch anzuheizen. Und vor allem, ja, wir müssten halt hier das immer wieder zumachen. Aber ich glaube, das wäre nicht das größte Problem. Aber es gibt neue Fahrzeuge und da können wir doch gleich mal hier reinschauen, was es jetzt für Fahrzeuge gibt. Es gibt größere LKWs, neue LKWs, die alle Güter transportieren und mit riesig, oh, mit größerer Kapazität. Perfekt. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles haben an Maschinen, aber es wäre vielleicht eine Überlegung wert, euch hier abzugraden. Werkzeug München sind die ersten, die das neue System bekommen. Und somit High Explosive. Nee, warte mal, was? Hoch komfortable Fahrzeuge werden. Die Lautstärke ist natürlich sehr schlecht. Das ist irgendwie verständlich. Aber was will man machen? Aber die Stadt ist stetig am Weigen. Das Diagramm zeigt auch, die Bevölkerung steigt und steigt. Wir sind fast schon wieder an dem Peak hier angekommen. Also richtig gut. Ein Transport von 100%. Das Zeug hat wahrscheinlich schon angefangen auszubauen noch teilweise. Was willst du von mir? Ah, okay. Da kann ich Symbole filtern. Brauche ich nicht. Was ich überlegt habe heute, einfach weil wir es können und genug Geld machen, dass wir in Fürstenau hier hinten schon unseren Flughafen etablieren. Und hier schon anfangen, langsam aber sicher unser System auszubauen. Wir können hier rein theoretisch auch eine Werkzeugfabrik oder einen Flughafen hinbauen. Also den Flughafen dazu benutzen, hier die Rohstoffe anfliegen zu lassen. Weil ich habe gleich gesehen, dass wir hier eine Fabrik hätten. Bedeutet, wir müssten hier irgendwie so das dribbeln. Dass wir hier hin und her fahren. Dann könnte man das rein theoretisch erstens nach Bottrop liefern. In den dementsprechenden Maßen. Haben wir irgendwo vielleicht noch eine Ölfabrik oder so? Noch so ein Öllager? Schaut nicht so aus. Wäre natürlich geil, aber scheint hier in der Nähe gar nicht zu sein. Hier ist nochmal so eine Fabrik. Ich brauche aber Ölfässer. Hier sind zwei Ölfässer. Weil rein theoretisch könnte ich die irgendwie vielleicht hier zum Fluss und dann über den Fluss nach hier liefern lassen. Ich weiß es nicht. Aber das könnte man anfangen, hier zu fahren und dann könnte man das nach Bottrop liefern. Dann wäre Bottrop eigentlich hundertprozentig versorgt. Die Nahrungsquellen sind natürlich noch nicht hundertprozentig abgedeckt, aber die liefern auch noch nicht genug. Ich würde halt jetzt gerne erstmal vor allem unsere alten Linien hier ein bisschen ehren. Das ist ja immerhin eine unserer ältesten Linien hier. Weizenfarm Siegenburg. Du bekommst ein Upgrade. Neue Fahrzeuge warten auf dich. Sind die die spezifischen sind natürlich besser. Oder ihr kriegt jetzt die spezifischen für hier. Und dann haben wir hier noch Brot für Siegenburg. Und die kriegen gleich auch ein Upgrade. Was das Ganze eigentlich ein bisschen produktiver machen sollte und hoffentlich hier auch dementsprechend noch höher läuft. Der Versand scheint nicht so gut zu sein, angeblich. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil der Versand ist eigentlich super. Das Ding ist immer noch auf Level 1. What? How? Aber weil er nicht genug versendet wahrscheinlich. Aber das kann sich jetzt natürlich verändern dann nochmal. Fahrt ihr eigentlich voll? Nö, nicht ansatzweise. Ich würde mal sagen, wir können noch hier bei, vor allem weil jetzt die Weizenlieferung hier in der Stadt ganz gut läuft, nochmal ein paar von euch hier klonen. Die müssen jetzt eigentlich von, ja, die kommen von hier, von der Stadt direkt raus.
Aber der Geschwindigkeit macht es ja auch ehrlich gesagt nichts. Unsere Einnahmen sind hoch genug, wir halten uns echt gut vom Preis her. Hier unten wäre noch eine Weizenfarm, die man anschließen könnte, rein theoretisch auch. Aber das gleich lassen wir fürs Erste. Was wir gerne anschauen werden, wären hier die Schienenfahrzeuge, die neuen. Es sind wieder neue dazukommen. Der rote Pfeil, 125 km/h, hält 20 Personen. Wäre für eine S-Bahn für die erste schon mal ganz interessant. Dann dazu ist auch er hier gekommen. 145 km/h ist schneller wie der hier. 25 km/h schneller. Respekt. Dann haben wir hier noch mit 80 km/h die E44 506 und 501 502 und mit 90 km/h die kleinen Dinger hier. Also immer noch nichts unbedingt Interessantes. Aber was interessant ist, sind unsere BC4 hier. Mit einer Kapazität von 20 Leuten. Gebt euch das auf der Zunge. Aber wir müssen auch immer durchgucken, was ist hier im schlechten Zustand, was ist im guten Zustand. Was sollte man upgraden, was sollte man austauschen? Hier zum Beispiel ihn hier. Sollte man reparieren. Kann ich nicht einfach sagen, jo, ich will dich... Und dich verkaufe ich, ja. Jetzt muss der warten, bis der nächste kommt. Und wir haben schon wieder einen neuen Zug bekommen. Was habt ihr denn? Was ist der Zug jetzt? Und vor allem, what? Was ist das denn? Autotransportwagen. What? Habt ihr Lack gesoffen? Ich würde ja gerne mal warten, bis ich eine 200 km/h habe, weil dann würde ich gerne upgraden. Oder den ersten elektronischen Personenzug. Weil ich finde, dann lohnt sich es auch richtig. Hier die Versorgung gleich ist auch nicht die tollste. Also genug Fisch wartet hier. Und ich glaube, der Zug macht auch ordentlich Plus, aber er bringt es halt einfach nicht so, ne? Okay, weiter bei der Suche nach zu veralteten Fahrzeugen. Schlecht. Siegburg-Kringel. Eieiei. Ersetzen durch neueste Hightech-Fahrzeugchen. Und zwar gegen euch hier. Der Siegburg-Kringel wurde erneuert. Dann haben wir den Ref im Kringel. Der muss auch ersetzt werden. Ihr kriegt dieselben Fahrzeuge. Wir können es uns ja leisten. Das ist ja hier die mittelmäßig. Oder die Trams sind alle mittelmäßig. Da könnte man überlegen, ob man sie austauscht. Hier, die Fahrzeuge sind schlecht. Die müssen wir auch ersetzen. Dann wird München Bus 1 aber auch hier schlecht sein. Das ist eigentlich immer so 1 im 1. Linie 1 mittelmäßig. Ja, euch werden wir wahrscheinlich bald mal upgraden dann. Müssen wir mal gucken. Sehr gut, sehr... Oh, schlecht. Brot für Refem. Brot für Refem ist schlecht? Es sind noch viel zu viele Fahrzeuge. Also ich würde erstmal das Ganze um 4 Fahrzeuge verringern. Und dann ein Upgrade auf die neuen Fahrzeuge machen, die wir hier bekommen haben. Weil die eher mehr transportieren. Von daher ist es dann finanziell schlauer, es so zu lösen. Und ich würde sagen, einfach unsere Macht zu repräsentieren. Wo ist denn die Hauptstraße, die hier raus wird? Das ist sozusagen die hier. Die würde ich bald mal upgraden auch für die City. Wir bauen hier eine neue A9 rein. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir bauen jetzt hier wirklich die Hauptautobahn rein. Nee, warte mal. Da sollte ich vielleicht in die Straßen gucken, ne? Straßen. Große Autobahn. Das würde ich in der Stadt dann aber hier wieder... Oh, wieder neue Fahrzeuge. Ein saurer Tücher. Was ist ein saurer Tücher? So. Ach, leck mich doch. Ich wollte hier gerade bauen. Ich will diese Stadt auf die Zukunft vorbereiten.
Und die Zukunft schaut rosig aus für euch. Ja, ja, ihr kriegt es schon gleich wieder alles. Keine Sorge. Ich muss nur einmal kurz bitte einen Anschluss umbauen. So, perfekt. Die Autobahn wird dann von hier einfach straight durch.